Herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute geht es rund um das Thema Samsung Wireless Charger. Ja, wer schon ein bisschen länger dabei ist, kennt vielleicht das Video, was ich gemacht habe zum Wireless Charger Duo. Den seht ihr hier nochmal im Bild. Da gibt es jetzt einen Nachfolger oder beziehungsweise eine verbesserte Version, wie auch immer man das ausdrücken möchte, oder eine alternative Version womöglich auch, und zwar den Wireless Charger Duo Pad. Wo die Unterschiede liegen und was das Ding jetzt kann oder vielmehr auch besser kann als vielleicht das alte Gerät, das wollen wir uns hier heute zusammen im Video mal anschauen. Und ich sag nur, viel Spaß damit. Ja, wie immer geht's los mit der Verpackung. Schauen wir mal drauf. Ihr seht schon, die ist deutlich schmaler oder sehr schmal. Das heißt, ein Unterschied zum alten Gerät oder zum Vorgänger oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, kann ich euch schon sagen. Und zwar ist das Ding deutlich portabler. Jetzt gucken wir aber mal auf die Spezifikationen, die wir hier auf der Rückseite haben, und werden relativ schnell feststellen, dass der Inhalt sich nicht so sehr zum Vorgänger unterscheidet. Es gibt immer das Ladegerät dazu, dann den eigentlichen Charger. Aber was wir hier noch dabei haben, ist Charge 2.0. Das ist die neue Schnellladetechnologie von Samsung. Im alten Gerät war noch Charge 1.0 oder wie auch immer, ohne Bezeichnung, verbaut. Wir stellen auch fest, dass Charge 2.0 im Wesentlichen nur für die ganz neuen Samsung S10 Geräte hilft. Ich habe das auch mal ausprobiert, wenn ich mein S9 Plus auf das alte Gerät lege und auf das neue Gerät kein Unterschied in der Ladegeschwindigkeit. Das heißt, mit einem S9 könnt ihr dann leider nicht von der Geschwindigkeit oder von dem Geschwindigkeitszuwachs profitieren. So, dann schauen wir mal rein, was in der Box so drin ist. Sollte allerdings nicht groß überraschend sein, denn wir haben ja gerade hinten drauf schon gesehen, was drin ist. Aber wir schauen mal rein, damit ihr auch so einen ersten Eindruck bekommt, wie das Gerät denn aussieht. Wie gesagt, deutlich flacher ist es. Das kann man definitiv schon anhand der Verpackung sagen. Und hier sehen wir jetzt, dass auch nicht sonderlich viel drin ist, wie zu erwarten gewesen ist. Einmal der Charger an sich. Dann haben wir den Quick Start Guide, wobei ich glaube, den brauchen wir bei so einem Gerät am allerwenigsten. Und einmal das Ladegerät, was anzuschließen ist. Das schauen wir uns dann gleich auch nochmal genauer an. Und damit ist das Paket schon ausgepackt, wenn man das so sagen will. Also wie gesagt, nicht viel drin. Aber was genau das Ganze jetzt bewirken kann mit eurem Handy, das wollen wir uns jetzt dann gleich im Anschluss anschauen. Jo, auf geht's. Wie gesagt, den Quick Start Guide, den tue ich direkt mal beiseite. Ich glaube, den brauchen wir hier nun weiß Gott nicht. Das Kabel brauchen wir, glaube ich, auch uns nicht näher anzugucken. Ist ein USB-C-Kabel, sieht man jetzt nicht so gut. Aber ist ein USB-C-Kabel, das wird halt einfach hinten in den Charger gesteckt. Jetzt der eigentliche Ladeadapter, den gucken wir uns nochmal genauer an, denn theoretisch müsste der ja größere Lademöglichkeiten haben als das alte Gerät, hatte aber nicht. Es ist nämlich exakt das gleiche Ladegerät wie schon bei dem Vorgänger. Insofern ist die ganze Technologie, die nachher für Fast Charge 2.0 sorgt, ist tatsächlich hier in dem Pad an sich verbaut. Und jetzt seht ihr hier auch nochmal, wird nochmal darauf hingewiesen, dass man nur dieses Ladegerät verwenden soll. Macht natürlich auch Sinn, weil ansonsten könnt ihr nicht von den neuen Schnellladefunktionen oder auch von den alten Schnellladefunktionen schon profitieren. Gucken wir uns mal die Dicke an. Wie gesagt, sehr flach. Das ist wirklich eine schöne Geschichte. Gerade wenn ihr vielleicht reisen wollt oder sowas, ist das aus meiner Sicht deutlich besser geeignet als der Vorgänger. Ja, vom Material her identisch zum Vorgänger, tut sich nichts. Auf der linken Seite seht ihr, da könnt ihr Fast Charge 2.0 benutzen. Auf der rechten Seite könnt ihr nur das normale Fast Charge benutzen. Der rechte Bereich ist auch im Wesentlichen natürlich für die Samsung Galaxy Watch oder eine andere Watch benutzt werden. So. Was man wissen muss, wenn ihr auf der linken Seite 2.0 nutzen wollt, könnt ihr rechts nicht noch mit einem normalen Gerät laden, also ein normales Handy. Eine Smartwatch geht, aber kein anderes normales Handy. Hier auf der Rückseite gibt es, glaube ich, nicht so viel zu sehen. Einmal den Lüfter. Der ist bei dem Vorgänger in der schräg gestellten Ladefunktion verbaut, also ein bisschen anders aufgebaut, aber ansonsten im Wesentlichen wie der Vorgänger. Was die Unterschiede sind, das wollen wir uns jetzt im Anschluss mal anschauen. Ja, dann haben wir hier nochmal beide Geräte direkt nebeneinander.
Wie gerade eben schon gesagt, einen Unterschied seht ihr, glaube ich, sofort. Ich kann's, weiß gar nicht, wie ich es halten soll. Der eine viel dünner oder platzsparender und auch schmaler als der andere. Das sieht man, glaube ich, sofort. Insofern auch von der Länge her und vom Gewicht her ist das ein deutlicher Unterschied. Der Padlader, der hat ungefähr die Hälfte vom Gewicht vom normalen Charger Duo. Also insofern, das muss man einfach wissen, dass da wirklich ein deutlicher Gewichtsunterschied auch ist. Und auch, er ist natürlich viel portabler, weil er nicht diese schräg gestellte Handyfläche hat. Das macht das Ganze natürlich viel, viel portabler. Bedingt aber auch, dass euer Handy natürlich immer auf dem Pad aufliegen wird und nicht wie beim alten Charger Duo quasi aufgestellt wird, sodass ihr es noch benutzen oder gucken könnt oder was auch immer. Das ist natürlich ein Nachteil, der sich logischerweise daraus ergibt. Dann klar, ihr habt einmal Fast Charge 2.0, beim alten Gerät nur normales Fast Charge. Hilft euch aber am Ende auch nur, wenn ihr ein S10 oder neuer habt. Das muss man halt einfach wissen. Ja, was ist für mich der wesentliche Unterschied? Ich habe ein S9 Plus, das heißt von der Ladegeschwindigkeit her kein Unterschied, aber die Größe ist halt einfach entscheidend und für mich, gerade wenn man mal auf Dienstreise ist und man dann natürlich die Watch und das Handy dabei hat, ist, glaube ich, der neue Charger Duo Pad, der ist einfach die bessere Lösung für mich für unterwegs. Für zu Hause finde ich allerdings den alten besser, einfach aufgrund des hochgestellten Handys. Da macht das für mich ein kleines bisschen mehr Sinn. So, Unterschiede haben wir gerade gesehen. Jetzt ein kleines kurzes Fazit. Tolles Gerät, lädt gut und ich finde auch diese Funktion super. Der Preis ist natürlich absolut überzogen. 99 Euro für so ein Gerät in der UVP finde ich absolut überzogen, Samsung. Das ist deutlich zu teuer. Im Angebot kriegt ihr den natürlich schon viel günstiger. Ich sag mal sowas, um die 40 Euro würde ich vielleicht ausgeben wollen. Sehr viel mehr, glaube ich, ist in Anbetracht von Konkurrenzprodukten, die es nicht viel schlechter machen, glaube ich, nicht gerechtfertigt. Insofern denke ich, sollte man da auch unbedingt auf den Preis achten. Vielleicht noch eine Info, die ich gerade vergessen habe, ist die Lautstärke. Der Lüfter dreht ein bisschen lauter als bei dem alten Gerät, muss man auch wissen. Hängt vielleicht auch irgendwie mit Fast Charge 2.0 zusammen, auch wenn man es nicht nutzen kann. Ich weiß es nicht genau. In diesem Sinne, danke euch fürs Zusehen. Fragen sehr gerne in die Kommentare und Alexa, Kamera aus. Okay.